Jo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, Tobi TV, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute reagiere ich mal auf den YouTube-Diss-Track von Execute. Und zwar hat sich das eine Zuschauer gewünscht. Hier irgendwo, ich glaube, da oder hier ist jetzt der Kommentar von ihm auch mal eingeblendet. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal rein, dann drücke ich mal jetzt auf Start. Und dann geht's auch schon los, so. Und dann hören wir uns das Ganze mal an, ich bin mal gespannt. Weil das irgendwie an mir vorbeigegangen, aber wir hören uns einfach mal an. Ich hab's bis jetzt noch nicht gehört. Also der Beat geht auf jeden Fall schon mal geil los, das muss man schon mal sagen, ne? Sehr episch. Während YouTuber sich nur noch aus Fandissen, überlege ich mir, wen könnte man so alles anpissen. Denn es ist ja eh schon blind, alles keine Rede mehr. Pablo bleibt ein kleiner Spaß und geht nur als Gebläse her. Prank Bros ganz bestimmt den Test auf YouTube, solange dir der Schwanz zum eigenen Bruder so gut tut. Okay, Katja, wie kann man nur Botox in sich tragen? Statt dich Doggy durchzuficken, wird dich Ebola haben. Also Katja wurde auf jeden Fall mal ziemlich zerfickt, ne? Und ich muss auch sagen, der Flow geht einfach, ja, der geht schon mega ab, also ist schon ein geiler Flow. Ich sag mal, ist jetzt nicht so der mega markante Flow oder was? Ja, wie soll man sagen? Ist ein mega geiler Flow. Ja, keine Ahnung, ich mache einfach mal weiter. Ich habe nochmal bis zurückgespult, geht jetzt weiter. Wie kann man nur Botox in sich tragen? Statt dich Doggy durchzuficken, wird dich Ebola haben. Yeah. Ich schwör auf alles, dachte Herrasch wär ein Weiblein. Der laufende Schminkkasten hatte blaue Flecke, Guidelines. Ey, schaut's euch doch an, alle Schotter, diese Spargeltuber. Will ich Angebote wie ein Rotterdamer Hafenluder. Deren geht den Berg ab. Und was mir gerade aufgefallen ist, ich spule nochmal ein bisschen zurück. Auch ein über krass Reimschema, sag ich mal, ne? Ich Angebote wie ein Rotterdamer Hafenluder. Deren geht den Berg ab, als ob er jemals oben war. Sein Konto langsam rot wie Tomaten, die man auf der Bühne sah. Wie Skandal, um mehr Kohle zu pressen. Also zum Beispiel, das sind keine einfachen Reime, hier oben war, Bühne war, bla bla bla. Das sind keine einfachen Reime, so zweisilbige Reime, dreisilbige Reime, auf jeden Fall nice. Man hat das Recht, sich zu schützen, doch den Eltern hatten das vergessen. Gravitationskraft, irgendwann kommt ihr selbst zu Boden. Gravitationskraft ist echt und nicht wie ihr. Gravitation, nach jedem Flug kommt der Fall, ihr seid gerade an. Und vor allen Dingen auch der Chör, oder wie man nennt, die Voice ist im Hintergrund, die kommen auch mega geil rüber. Nach jedem Flug kommt der Fall, ihr seid gerade an der Spitze, aber weit entfernt vom All. Heute alles gut, rollt die Kohle wie ein Ball, aber auch im Universum gibt es irgendwann einen Knall. Simon bleibt noch fake, wie die Liebe einer Hure. Mann, sein Bay packt bald die Sachen, geht auf Geldquellen suche. Muss man KS Freak erwähnen, der geht selber bald in Rauch rauf. Musste nicht erzählen, dass man manchmal eine Lizenz braucht. Ich war bei Sparken und hab Aprobat vergessen, dass du auch, wenn sich Typen mit Bomben neben dir setzen. Ihr seid krasse Stars, ihr habt Bodyguard für Sicherheit. Ändert nichts daran, dass ihr in Wirklichkeit nur Stricher seid. Merkt man, Tan ist tot und der Mann diesen Flop kennt da. Höhenflug vorbei, nur sein Weg bleibt zum Jobcenter. Schaut's euch doch ran, reden über Ehre, aber was habt ihr gelernt, außer die Copy-Paste-Befehle? Hab ich was verpasst? Ruft mal bitte Vernon Eric. Irgend so ein Spaß heult auf YouTube und nennt sich Alec. Digga, du bist Künstler, aber nur wegen den Braids. Bevor ich mir noch ein Video gebe, hätte ich lieber AIDS. Das ist auch eine gute Zeile. Bevor ich mir mehr Videos gebe, hätte ich lieber AIDS. Also, ja, bei manchen Leuten, ja. Naja, man würde nicht lieber AIDS haben, aber die Zeile trifft auf jeden Fall schon. Ja, Gegnerbezug und trifft auch schon zu. Ich sag mal, manchmal würde man lieber irgendwas, keine Ahnung, was, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie man beschreiben soll, die Zeile, aber trifft auf jeden Fall zu, würde ich mal sagen, ne? Künstler, aber nur wegen den Braids. Bevor ich mir noch ein Video gebe, hätte ich lieber AIDS. Gravitationskraft, irgendwann kommt ihr selbst zu Boden. Ich geh noch mal ein paar Sekunden zurück und, das mit den Gravitationskraft, ey, das kommt mega episch rüber. Also hätte ich zum Beispiel am Anfang, wo ich die ersten Zeilen so gehört habe, hätte ich das nicht erwartet. Das ist auch so eine epische, ich meine, der Track sehr, sehr gut, Gegnerbezug, haut alles mega rein. Aber ich hätte nicht erwartet, dass bei ihm auch so eine epische, ja, Hook kommt. Ich kannte ihn auch vorher nicht wirklich. Der Name hat mir jetzt was gesagt, aber bevor einer reingeschrieben hatte, ja. Wie gesagt, der Track ist mir auch total, habe ich nicht mitbekommen. Wann kommt ihr selbst zu Boden? Gravitationskraft ist echt und nicht wie ihr. Gravitation,
Nach jedem Flug kommt der Fall, ihr seid gerade an der Spitze, aber weit entfernt vom All. Heute alles gut, rollt die Kohle wie ein Ball, aber auch im Universum gibt es irgendwann einen Knall. So, das war's denn jetzt auch ja, von dem Track. Ich muss auf jeden Fall sagen, mega, mega geiler Track. Und wenn ihr noch mehr Sachen haben wollt, wo ich drauf reagieren soll, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Und da wollte ich einfach mal sagen, was ist auch von diesem Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst einfach mal einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, einfach reinschreiben, was ihr noch so sehen wollt, wo ich drauf reagieren soll. Und wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt es auch einfach mal in die Kommentare rein. Dann, ja, seid halt im nächsten Video mit dabei und dann würde ich mal sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal, das war wieder euer Tobi TV und tschüss.